Hallo, es ist heute Donnerstag, an dem ich das aufnehme. Ihr seht es im Grunde 8 Tage später. Ich bin in den nächsten Tagen irgendwo in der Nähe von Berlin. Ich weiß nicht genau, wie ich da Netz habe. Und deswegen habe ich gedacht, ich nehme diese Videos jetzt für die nächste Woche schon auf. Weil ich hier WLAN habe, dann kann ich es versenden. Der Lukas lädt das ja dann hoch. Aber ich habe es dann hier versendet, während ich WLAN habe. Ja, gestern hatten wir 2 graue Tage. Heute Morgen schien die Sonne nach dem Pieselregen. Jetzt pieselt's wieder. Und ist nicht ganz so einfach. Manchmal so, wie man sich fühlt. Heute habe ich, als die Sonne schien, den Bus ausgeräumt, gründlich geputzt. Mein Schwiegersohn ist einkaufen gewesen. Jetzt habe ich gerade geguckt, weil da kommt jemand. Mein Schwiegersohn war einkaufen und die Hilde jumpt hier wieder rum und weiß gar nicht, wo sie hin will. Was ist los, Hilde? Willst du aufs Bild? Na, hab. Ja, und ich habe mein Auto grundsätzlich mal richtig sauber gemacht und jetzt muss ich nochmal spülen und alles wegräumen und morgen früh fahre ich dann weiter. Ja, da ist er. Hilde, willst du mal mit aufs Bild? Nee, ne? Also ich guck's irgendwo, wo es was zu naschen gibt. Eine Geschichte habe ich auch heute mitgebracht, bevor es hier wieder ganz dunkel wird. Die Geschichte heißt Whisky. Knapp 10 Uhr, als wir wach werden. Ich muss das mal umklappen, weil die Sichtverhältnisse sind immer nicht so optimal. Knapp 10 Uhr, als wir wach werden und die Sonne hereinlugen sehen durch die Lücken in der Fensterverkleidung. Wind ist aufgekommen in der Nacht und hat die Wolken ein bisschen verschoben. Licht und Schatten formen Gestalten und das Gras wirkt lebendig, ein bisschen gesprenkelt vom unterschiedlichen Wachstumsstand. Draußen begegnet uns ein schlanker, schwarzer Gesell, athletisch, dynamisch, auf der Hüfte ein wenig dünn. Er würde nur fressen, wenn er getobt hat, meint der junge Mann, der ihn begleitet. Es sei ein spanischer Windhund, Podenco und noch irgendwas, den er seit 2 Jahren hat. Erinnert mich an die hochgewachsenen afrikanischen Langstreckenläufer, die immer aussehen, als würden sie unterwegs verhungern. Zäh und ausdauernd. Hilde und Whisky verstehen sich gut. Während sie sich auf dem gedüngten Feld wälzt, frisst er es in sich hinein. Um den Campingplatz herum liegen ausgedehnte Felder, abgegrenzt von den dunklen Bäumen des Waldes, der noch weit entfernt von der frühlingshaften Blüte zu sein scheint. Die ständigen Temperaturen um 0 Grad Celsius sind auch nicht dazu angetan, etwas anderes zu erwarten. Am Rand der Heide gelegen, in der anderen Himmelsrichtung das Wendland, dünn besiedelt. Landschaftlich wohlgeformt und reizvoll in seiner ungewöhnlichen Bepflanzung. Alle großen, man kann nicht gucken hier. Alte große Steingräber umgeben von im Wind verkrümmten Wacholderbüschen, Heidekraut umringt. Vor Jahren habe ich auf einer Wanderung mit Peter in der Nähe einer solchen steinernen Totenstadt übernachtet, nachdem wir an einem einzelstehenden Hof köstliche Perlhuhneier fürs Abendessen erstanden haben. Peter hatte Biologie studiert und ich kann gut zuhören, viel gelernt und immer wieder ins Nachdenken gekommen. Erinnere mich an einen Gedanken von Ridgway während der Wanderung durch die Tsavo-Region. Bei der Vorbereitung stieß er auf ein Foto von Fußabdrücken in versteinerter Vulkanasche, die von aufrecht
gehenden Primaten stammen sollen. Zweier Erwachsener und eines Kindes, die nebeneinander marschierten. Er sagt, es war, als wären diese Primaten aus der grauen Vorzeit herausgetreten, um ihre Schritte zu hinterlassen und dann wieder im Buschland Richtung Horizont zu verschwinden. Ihn bewegt eine Frage, auf die ich mich unbedingt einlassen muss, während sie auch für mich im Raum steht. Warum leben wir so? Menschen, die in der Wildnis reisen, die in die Wüsten reisen oder im Schneesturm dem Nordlicht folgen. Warum will ich gerade jetzt hier reisen, immer den Jahreszeiten nahe sein, das Erwachen des Frühlings nach einem kalten Winter erleben, erst dann zum Sommer hin Deutschland verlassen? Ridgway sagt, aber während ich meinen Kameraden auf einem Trampelpfad durch Dornengestrüpp zurück zum Fluss folge, kommt eine Frage, die mich nicht mehr loslässt. Folge ich vielleicht bei meinen Wanderungen einem Trieb, der Herdentiere dazu bestimmt, von einem Weidegrund zum nächsten zu folgen? Ende des Zitates. Die Hunde sind weit hinten auf dem Feld in ihrem Spiel vertieft. Der junge Mann erzählt mir, dass in der Gegend mehrere Wolfsrudel ansässig sind, dass sie überraschend wenig Menschenscheue aufweisen, während diese, also die Menschen, dem Wolf an sich sehr konträr gegenüberstehen. Schwankend zwischen Gefühlen von Faszination und Sorgen, der eigenen Stärke und Verlässlichkeit nicht trauend. Angst vor Verlust der Souveränität zu haben, als stünde ein Verfall in Anführungsstrichen, alte Zeiten im Raum. Nur weil ein paar Wölfe ausgewildert wurden. Während Hilde sich folgsam anleinen lässt, als wir uns dem Platz nähern, bleibt Whisky auf Abstand und entscheidet sich, so kommt es mir vor, erst nach Abwägung aller Unsicherheiten dafür, sich anleinen zu lassen. Jeder lebt in seinem eigenen Tempo. Auch das Wetter hat das Bedürfnis, sich auszudrücken. Ja, das Wetter hat das Bedürfnis, tatsächlich sich auszudrücken. Es pieselt wieder. Das ist jetzt so knapp 16:30 abends und eine Stunde später so dunkel. Ein echter Wahnsinn, was das Wetter so im November mit einem macht. Euch wünsche ich ein gutes Wochenende. Bleibt gesund.